Frontaltrick Training 1. Hierzu benötigen wir für beide Teams jeweils zwei Hütchen im Abstand von ca. 6 Metern zueinander. Die Jungs dribbeln auf das Hütchen zu, führen einen Frontaltrick aus und schießen anschließend aufs Tor. Danach läuft der Spieler von innen um das Hütchen, erhält ein Zuspiel und führt eine Ballan- und Mitnahme durch, bevor er erneut aufs Tor schießt. Im Folgenden verändern wir sowohl den Front- als auch Ball an Mitnahme. Hierzu eine weitere Variante. Sobald die Kinder die Technik beherrschen, können sie das Ganze im Wettkampf laufen lassen.